Ey, da hätte ich jetzt gerade geisteskrank Bock drauf und es schaut richtig lecker aus. Das bin ich. Nein, geht gar nicht. Das war schon immer mein riesiger Traum. Wir schauen zuerst beim lieben Rohard vorbei. Der ist nämlich gerade in den USA und gönnt sich das gehypteste Fastfood in Amerika. Alter, bei Raisin Cane's. Boah, habe ich da jetzt Bock drauf, mir das reinzuziehen. Bevor wir da reingehen, Jungs und Mädels, ist der Reminder, am Mittwoch, also am 15.05. gibt es bis zu 80% bei MyProtein in der Impact Week gerade. Und dann nicht so wie hier 8%, sondern 12% nochmal on top mit meinem Code Franklin. Und ihr könnt heute gibt es 10%, zum Beispiel hier 1 Kilo Whey für 17,27 € kaufen. Kreatin 1 Kilo für 26,90 €. Wenn ihr euch 5 Gramm am Tag reinhaut, dann könnt ihr euch hochrechnen, das reicht fast für ein ganzes Jahr. Und ist dann Made in Germany, Crea Pure Markenrohstoff, also schon wirklich super Premium. Hier KSM-66 Ashwagandha, auch 30 Kapseln für 4,72 €. Und morgen, also am Mittwoch, kriegt ihr es nochmal ein bisschen günstiger. Einfach den Code Franklin nutzen. Es ist aktuell die Impact Week und das ist der größte Sale mit dem Black Friday im Jahr. Also das heißt, ihr könnt nur Black Friday so viel sparen oder jetzt. Und deswegen nutzt das auf jeden Fall. Es wird die nächsten Monate kein krasserer Sale kommen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, die Vorräte aufzustocken. Ich bin auch immer ein Freund davon, dann sowas bei sowas zuzuschlagen und mir dann für die nächsten Monate quasi schon was zu kaufen, wo ich weiß, ich müsste sowieso kaufen. Also wenn du sowieso Proteinpulver immer jeden Monat einen Beutel verhaust, dann kauf ihn halt lieber jetzt, dann sparst du dir vielleicht pro Ding so 2-3 €. Und das sind dann hochgerechnet auf viele Sachen, dann, was weiß ich, 50-60 €, die du dir sparst oder vielleicht sogar noch mehr. Ja, das kann sich also auf jeden Fall lohnen. Ich habe so Kohldampf gerade. Ich habe jetzt so Bock, Alter, und habe jetzt so Bock, dass wir in das Video hier reingehen und uns das reinziehen. Wie der liebe Rohard hier vorbeischaut bei Raisin Cane's, Alter. Der gehypteste Fastfood-Spot in Amerika. Das gehypteste Fastfood in Amerika. Raisin Cane's Chicken Fingers. Die sind in L.A. Raisin Cane's! Raisin Cane's! Wir sind da! Let's go! Wie lange der sich schon dahinter freut, dass wir da sind? Bruder, ich schwöre, ich saß nachts in meinem Bett, kurz vorm Einschlafen. Ich habe diese Mukbangs von den Amerikanern gesehen, wie die ihr Chicken in diesen Becher voller Soße gedippt haben. Und dieser Tag ist endlich gekommen. Kann sein, ich rede gerade wie der größte Fettsack, aber es ist mir so egal. Raisin Cane's, ich bin so gehypt. Kane 1. Was wird das? Warte bis zum Parken, der ist schon ausgestiegen. Ich geh schon mal bestellen, Jungs. Ja? Hey, bleib mal! Also ich weiß, ich war einmal bei Raisin Cane's, aber da hab ich, warte mal, muss ich ganz nachschauen. Franklin, USA, Fast Food, 24 Stunden. Das müsste hier in dem Video gewesen sein. 24 Stunden, 24 Fast Food Ketten. Ich ekel mich ein bisschen auch vor immer die Kalorien an. Das war auch eine sehr geile Kette. Sonics hieß die. Boah, die hatten auch so gestörte Sachen. Aber wo ist jetzt Raisin Cane's, Alter? Da, ich weiß, dass ich da war. Da. Alle geschlossen. Deswegen hole ich jetzt was bei KFC. Und bei Raisin Cane's Chicken Fingers. Da hole ich mir auch noch schnell was ab und dann sehen wir uns auch schon. Zu Hause, denn ich habe mich wieder hingesetzt. Ich muss noch kurz was essen und ich musste ganz kurz ein Geschäft erledigen. Ich bin so nicht nur Fried Chicken, sondern auch Fried Fish an. Raisin Cane's, der einzige Laden, der mir eine Plastiktüte gegeben hat. Und eine Styroporverpackung für ein Chicken Piece von denen, gepaart mit etwas Coleslaw. Die Kombo stelle ich mir tatsächlich recht geil vor. Oh ja. Oh. Okay, das war jetzt nicht wirklich eine große Bestellung. Ja, Raisin Cane's, auch einer der bekanntesten Chicken-Läden hier in den USA. Die ganzen Hähnchenspezialitäten kommen hier aus dem Süden, Texas, Kentucky und so weiter und so fort. Bei Schlotzki. Digga, da hätte ich jetzt Bock drauf. Okay, also das war meine Erfahrung, die ich bisher mit Raisin Cane's habe. Schauen wir mal, wie es hier Rohard macht. Keine Kameras und so. Was ist das? Bin ich im 19. Jahrhundert? Warum? Ich stehe gut. Ich stehe gut. Von hinten kommt, du stehst scheiße. Mann, komm mal raus jetzt. So, Freunde, was geht ab? Wir sind in America. Still in America, still in LA. Und wir gehen heute zu Raisin. Der Rohard ist auch kaum wiederzuerkennen, ne? 20 Kilo abgenommen, Haare abrasiert, aber er schaut 1 Million mal besser aus. Cane's. Und Kalle, sein Traum geht. Also finde ich jetzt, als mit den langen Haaren, ich finde, das steht ihm irgendwie, also, krass. In Erfüllung. Vielleicht kennt ihr das auf TikTok, diese Videos. Jo, Alter, eigentlich ernsthaft gut aussehender Typ, ne? So auf Respektbasis, so stabil, Mann. Wo diese Leute in so einen Becher so Chicken rein dippen. Auf die 1, pack die Pommes in den Burger rein. McDonald's geht's
alles auf. Ich steh auf und fahr direkt in den McDrive. Und Kalle, das ist so mit der gehypteste Laden in Amerika, wenn nicht sogar der gehypteste Laden in Amerika. Also der gehypteste. Great time, guys, come on. Nee, Mann, ich würde sagen, der gehypteste Laden ist und bleibt immer noch in and out wahrscheinlich. Oh, damn. Oh, oh mein Gott, er hat 10 gesagt. I told you. Raising Cane's 10 gesagt, das ist crazy. Seht ihr das? Warte doch mal, Junge! Alter, was soll ich reingehen? Mach mal ein Video, Digga! My dream come true today, sir. Here we go. Come on in, I've come all the way from Germany just to visit this place. I love it, I love it. Was soll ich denn? Ich weiß nicht mal, was ich bestellt habe. Er feiert richtig. What is the most sell menu? And I want this huge sauce from TikTok, you know? Yeah, yeah. Come from Germany, bro. The cup sauce? I've come. Yeah, yeah. The big one. We came all the way from Germany. He wants to drink it. Yeah. Oh, Junge. The bigger one. It's the bigger one. Four menus, right? Oh, so you want four of those? Are they with bones or without? It's not without bones. The chicken tender. Ohne Knochen. Without bones, no way. Four combos, four regular drinks, yeah. One of the king sauce, yeah. And then one extra sandwich on the side. Yeah! For here to go. Bro, make it ASAP, please, please. ASAP, ASAP. 109 hat alles zusammen gekostet, geht sogar klar. Bruder, der Laden ist wirklich gehypt, ne? Wir sind vor allen Dingen nicht so jetzt zentral oder so, wir sind irgendwo. Es ist schon ein bisschen außerhalb auf jeden Fall. Und dafür ist es sehr, sehr voll. Nicht mal in den Autos so voll, ne? Root Beer. Man muss aber fairerweise dazu sagen, dass in den USA Fastfood-Läden fast immer voll sind. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Erstens, die werden da irgendwie so hinerzogen. Für die ist es so normales Essen und nicht irgendwie so, ich hole mir jetzt mal Fast Food. Für die ist es einfach so normales Essen. Auch genauso wie das für die normal ist, dass man halt einfach Soda trinkt, also Cola, Leitungswasser, Wasser trinken. So, hä? Was ist los mit dir, Alter? Warum trinkst du sowas? So, hä? Trink doch Fanta oder Coke oder Pepsi. So, das trinkt man da einfach immer. Und dann sind das auch die Lebensmittelpreise. Es ist so teuer, essen zu gehen in den USA, dass Fastfood halt wirklich eigentlich fast immer die günstigere Alternative ist. Und gerade wenn du auf den Geldbeutel ein bisschen gucken möchtest oder auch einigermaßen finanziell vernünftig bist, dann gehst du halt Fastfood essen, ne? Oder halt zumindest Fastfood ähnlich. Wir waren immer bei Chipotle, das ist dieser mexikanische Kette, die so göttlich geil ist. So ähnlich wie Subway, wie wenn Taco Bell und Subway ein Baby bekommen. Und dann ist das Baby, macht einigermaßen Premium-Essen und ist nicht so super Schrott. Aber ist auch Fastfood. Ich nehme Cola Zero. Sweet Tea. Gib mir die Soße. Wie oft lag ich nachts in meinem Bett, hab TikTok geschaut, hab diese Amerikaner bei den Mukbangs gesehen. Ganzen Becher voller Soße bekommen. Ist die Soße geil? Boah, das sind auch so Brioche-Buns, Alter. Das schaut ja unnormal lecker aus, ey. Ich hab das da nie so weggefetzt, aber. Early? Yo, Alter, hier so ein kleines Brioche-Bun dazu, die Fries. Aber wozu braucht man da noch diese große Soße? Das ist doch endunnötig, oder? Du hast hier dein Chicken, du hast hier Soße. Boah, aber ey, ich sag's ganz ehrlich, Mann. Ey, da hätte ich jetzt gerade geisteskrank Bock drauf und es schaut richtig lecker aus. Die Soße ist so verfettet, aber geil. Wie geil ist, dass man nicht sparen muss mit Soße. Kennt ihr das? Ihr habt so 20 Chicken Nuggets, ihr habt nur 3 Soßen, ihr müsst so aufteilen. Ihr müsst so rechnen, ich nehme jetzt so viel, damit noch übrig bleibt. Bruder, du dippst rein, du frisst einfach. Ich habe eine Idee. Pommes schmeckt auch richtig gut. Boah, das ist richtig geil. Ich hätte nicht gedacht, dass es gut ist. Hey, das Brot hat einen leichten Crunch, ne? Jetzt mal abseits von der Soße. Die Tenders sind Wahnsinn. Chicken ist richtig gut. Wir haben halt einfach bei uns in Deutschland nur KFC. Das ist die einzige Fried Chicken Kette, die es bei uns in Deutschland gibt. Vielleicht kommt da irgendwann mal noch was anderes. Habt ihr das mitbekommen? Warte mal. Es kommen 2 sehr große Fastfood-Ketten nach Deutschland.
leider zuerst nur nach Berlin und dann testen die dort aus, wie das dort läuft und dann vergrößern die sich eventuell im Rest von Deutschland. Und zwar einmal die Fastfood-Kette Taco Bell, da freue ich mich jetzt gar nicht so extrem. Ich war da dreimal in meinem Leben und zwar dreimal katastrophal schlecht. Also wirklich gottlos, gottlos schlecht. Man stellt sich das richtig lecker vor, aber es hat null gebockt. Und die andere Kette, die kommt, ist Krispy Kreme. Darauf freue ich mich sehr, weil Krispy Kreme wirklich saugeile, gute Donuts macht. Und damit wird Dunkin' Donuts in Deutschland, also die werden damit eigentlich wertlos, muss ich sagen. Weil wer dann noch zu Dunkin' Donuts geht, der ist einfach dumm. Die sind so fluffig und weich und boah. Und dann kommt, was auch noch kommt, ist Cinnabon. Die habe ich auch gelesen, dass die kommen sollen. Ey. Chicken ist gleich wie bei Chick-fil-A, aber irgendwie ist es voll der geile Vibe. Einmal, du kannst hier rein dippen, wie du. Ja, komm alles her. Slappst du ein bisschen deine Pommes damit? Der Burger, der sieht auch lecker aus. Dipp rein. Boah, ist schon sehr stark. Der Burger, ich finde ihn sogar besser als der gestern. Boah. Das Chicken gestern war besser. Blood. Boah. Schippe. Ich finde, die Soße macht voll süchtig, Digga. Man will die ganze Zeit diese Soße. Ja, hier. Guckt euch mal mein T-Shirt an. Das war's. Scheiße. So sieht mein Dings aus. Ich sag dir ehrlich, das stopft übertrieben. Ich bin richtig voll. Ja, die Soße macht halt. Bruder, guck mal unsere Soße, wie viel schon weg ist. Digga, dieser Cup hat, glaube ich, 8000. Oh mein Gott. Ey, das ist fast pure Mayo einfach nur. Und da, wenn du das weghaust, wie viel? 8000 Kalorien? Kilokalorien. Also unfassbar. 8000 Kalorien, dieser Bottichsoße. Alter. Einer hat auch gerade reingeschrieben, Punica 12TG. Ist die 25.000 Kalorien Challenge 3X schon geplant? Wahrscheinlich meinst du eigentlich. Achso, das sollte ein E sein. Eigentlich schon geplant. Nein, die sind nicht geplant, aber die wird im Herbst, werde ich die drehen. Ich schätze mal so September, Oktober, vielleicht auch November. Irgendwie sowas um den Dreh. Es gibt noch ein großes Fahrradprojekt, was ich eventuell machen wollen würde, was mich einen Monat Zeit kostet. Da muss ich mal noch schauen, ob ich das umsetze dieses Jahr. Und dann müsste ich das so damit irgendwie planen. I'm Kermi, servus. Alter. Alter, wie viel? Fettsack, Alter. Das ist crazy. Jetzt in Amerika das Verfetzte, was ich gegessen habe. In dieser Soße, aber auch verfettet geil. Muss man offen und ehrlich sagen. Das ist eine Erfahrung. Das ist wirklich eine dicke Erfahrung. Du hast meine Hose an. Alter, guck mal, das T-Shirt. Das war's. Ex-dicke, politische Mann. Wir essen jetzt auf und am Ende kommt die Bewertung. By the way, da ist auch immer so ein Krautsalat dabei. Ist der gut? Ja. Nichts Besonderes. Was ist mit dem, Digga? Aber das finde ich mega wichtig. So ein kleiner Salat dazu, weil das ist so ähnlich wie so ein bisschen Obst auf den French Toast. Das ist so. Dieses kleine bisschen Frische, was es dann noch so abrundet. Sonst fühlst du dich so ein bisschen schlecht, wenn das ist, aber wenn du das dazu isst, dann hast du was bisschen Frisches dabei und dann kommt es richtig geil. Wir sind jetzt raus, haben fertig gegessen. Ich muss sagen, der Laden war besser, als ich gedacht habe, weil man kennt es, so TikTok-Hype-Laden, man geht da hin und ist Arsch. Aber der war diesmal gut. Welchen Film ist der? Overall kriegt der Laden von mir. Chicken war gut, Pommes war valid gut, die Soße war gut. Ja. Getränke und so kannst du ja nicht falsch machen. Krautsalat esse ich eh nicht. Preis war auch super. Also ein so. Menü kostet 11 Euro oder so, ne? 12? Eigentlich 12 Dollar, aber wir haben übertrieben, chillig. Wir haben so 6er. Chillig. Ja, passt. Laden kriegt von mir overall ernst für so Chicken. Ich esse nicht so oft Chicken, 9 von 10. Bei mir auch eine 8,5. Einfach weil es wirklich ein Erlebnis ist. Diese Soße ist mal komplett was anderes. So ein Becher voller Soße rein dunken. Fressen, geil. Also geiler Vibe auch. Alle? 9 von 10, safe. So, du weißt, dass du in für mich, bist. Ja, für mich der beste Fastfood-Chicken-Laden. Die Tenders waren unglaublich. Sehr gute Bewertung. Man kann sagen, es ist seinem Hype gerecht auf jeden Fall. Ja, Hype gerecht, 100%. Das ist wirklich crazy. Guck dir mal diesen Drive-In an. Alles full. Zwei Spuren, links und rechts. Und das ist ein Drive-In. Wie kann das so voll sein? Ich habe noch nie in meinem Leben so einen riesen McDrive gesehen. Das ist ja komplett gestört. Guck mal, bis wie weit denn? Das war's auch mit dem...
Wie gesagt, die haben ein Problem mit Fastfood, die Amis. Video, falls ihr mal in Amerika sein solltet, dann checkt das Ganze hier ab. Checkt auch den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Kommt ja auf den Post von Surya. Ihr könnt eine Rolex gewinnen. Jeder Einzelne, der hier gerade zuguckt, kann eine Rolex gewinnen. Also macht mit. Das war's mit dem YouTube-Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Ey, USA, so, wenn man das sieht, so wegen Essen und Fastfood, ist geil. Denkt man sich so, ja, man, muss man hin und muss man probieren. Aber die Preise, da vergeht es dir komplett. Also ich bin auch wahrscheinlich so zwiegespalten, ob ich nochmal irgendwann die nächsten Jahre in die USA reise, weil es geht halt echt viel Zeit drauf und es gibt halt echt geilere Reisetitel. Zum Beispiel dieses Jahr Australien hat mir tausendmal mehr gebockt. Aber so wegen den Fastfood-Ketten, das kann doch nicht sein, dass man in ein Land reist wegen den Fastfood. Alter, wo sind wir angekommen? Ist eigentlich echt traurig. Ach. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es auf jeden Fall köstlich. Ich habe jetzt richtig, richtig, richtig coolen Dampf bekommen. Vielen Dank dafür, Rohat. Und das nächste Mal, wenn ich in den USA bin oder Raising Cane's nach Deutschland kommt, dann werde ich es auf jeden Fall probieren.